Nun, wenn Sie allerdings bloß ein Unbekannter wären, glauben Sie wirklich, Sie würden Zugang zu denen bekommen? Absolut nicht. Aber wenn Sie ein ehemaliger Kongressabgeordneter sind, mit dem entsprechenden politischen Gewicht und Bekanntheitsgrad, wahrscheinlich würden Sie den Zugang bekommen. Das ist der Unterschied. Diese Dame hat 5 Jahre lang die Vorgaben von Präsident George W. Bush erfüllt. Innenministerin Gail Norton, zuständig für die Aufsicht über die Ölindustrie. Danach ging sie zu denen, die sie zuvor kontrolliert hat. Zu Shell. Für die Regierung arbeiten sehr viele gute Leute. Und sie sollten für ihre Arbeit im öffentlichen Dienst nicht bestraft werden, indem man ihnen einen späteren Wechsel in die Privatwirtschaft, in gute Jobs, verbietet. Es wäre abschreckend für jemanden, der sich zum öffentlichen Dienst berufen fühlt, wenn von vornherein untersagt wäre, später in die Privatwirtschaft zu wechseln. Gail Norton hatte viele Möglichkeiten und Shell hat sich um sie bemüht. Und ich schätze mich glücklich, dass sie zu Shell gekommen ist und glaube, dass sie gute Arbeit geleistet hat. Zur besten Sendezeit wendet sich der Präsident aus dem Oval Office ans Volk. Der Mann, der den Wandel versprochen hatte, in der Defensive. Sein Nimbus angekratzt. Obama jetzt wieder kämpferisch. Täuschen Sie sich nicht. Wir werden gegen die Ölverschmutzung ankämpfen, solange es auch sein muss. Wir werden BP zur Rechenschaft ziehen für den Schaden, den BP angerichtet hat. Der BP-Chef vor dem Untersuchungsausschuss. Selbstbewusst sein Auftritt. In der Sache aber gibt er sich ahnungslos. Als sich plötzlich ein Abgeordneter aus dem Ölstaat Texas bei ihm entschuldigt, ist sogar er peinlich berührt. Ich entschuldige mich. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem jedes Mal, wenn eine Firma einfach nur einen Fehler gemacht hat, sie dafür ausgenommen wird. Das läuft auf Erpressung hinaus. Ich habe mich immer für Ölproduzenten eingesetzt, weil ich davon überzeugt war. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Zuwendungen von ihnen bekommen. Vielleicht von regionalen Firmen, von großen Ölfirmen. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt je irgendwas bekommen habe. Keine Spenden von großen Ölfirmen? Zur Erinnerung, hier eine kleine Auswahl von vergessenen Spendern der Ölindustrie auf der Internetseite Open Secrets. Insgesamt $130.000 innerhalb von 12 Dienstjahren. Politiker in Amerika halten gerne die Hand auf. Ein exklusives Essen mit dem damaligen Präsidenten Bush. $2.500 ist das den 5.500 geladenen wert. Der Präsident braucht das Geld für Wahlkämpfe, für sich und seine Parteifreunde. Schön, so ein Abendessen mit Freunden. Freut mich, dass ihr alle hier seid. Das hier ist ein sehr wichtiges Abendessen, denn durch eure Großzügigkeit behalten wir die Kontrolle über den Kongress. Und das ist besser so für Amerika. Ein neuer Präsident, eine neue Agenda, aber das Prinzip das gleiche. Als ich dieses Amt übernommen habe, mit der Hilfe einiger Leute hier in diesem Saal, haben wir einen neuen Wirtschaftsplan vorgelegt, der harte Arbeit belohnt, statt Gier. Einen Plan, der Verantwortung belohnt, statt Rücksichtslosigkeit. Gekaufte Politik in den USA ist der Tod der Demokratie. Denn es geht nicht, dass Interessengruppen Geld in die Taschen von Politikern stecken und diese Politiker ihre Ansichten anpassen an die Interessengruppen, die ihnen den Wahlkampf bezahlen. Aber diese Regeln müssten genau die Leute ändern, die das Geld bekommen. Daher hat Amerika hier ein ziemliches Problem, denn finanzielle Zuwendungen beeinflussen politische Ergebnisse. Es ist ein Spiel des Geldes. Und Geld ist Trumpf, nicht die Vernunft. Die Aufsichtsbehörde auf der Anklagebank des Kongresses. Nur 60 Inspektoren für über 18.000 Inspektionen. Damit soll Schluss sein.
Ein neuer Chef, neue Ethikrichtlinien und ein neuer Name. Bureau of Ocean Energy Management heißt die Behörde nun. Eine Sache, die wir hieraus lernen sollten, ist, dass man mehr als 60 Inspektoren braucht, die die Verantwortung tragen, um diese enorme Aufgabe zu erledigen. Zu Zeiten der Regierung Clinton habe ich ein paar Betrugsfälle angezeigt und mit ihnen ist man damals sehr effektiv umgegangen. Während der Amtszeit Clintons, wenn jemand wegen Betrugs angezeigt wurde, dann zog man diese Person aus dem Verkehr. Während der Amtszeit Bushs, als ich einen Betrug anzeigte, wurde ich aus dem Verkehr gezogen. Jetzt, unter Obama, gehen die Prüfer wieder ihrer Arbeit nach und fühlen sich um einiges wohler. Ich glaube also, das System verändert sich unter Obama und Innenminister Salazar, wird transparenter und effektiver. Die Folgen für Mensch und Natur am Golf von Mexiko? Nicht absehbar. Millionen Liter an Chemikalien wurden versprüht, um das Öl zu zersetzen. Was das für die Unterwasserwelt bedeutet, kann niemand mit Gewissheit beantworten. Ich kann nicht glauben, dass der Fisch wieder genießbar ist. Ich will hundertprozentige Sicherheit haben. Technologisch haben wir so viele Möglichkeiten. Und jetzt riechen 7 Leute an einem Fisch und entscheiden so, ob er in Ordnung ist? Tut mir leid, aber das reicht mir und meiner Familie nicht aus. Wir müssen uns da etwas Besseres einfallen lassen. Wir brauchen Gewissheit. In Washington nutzen Umweltaktivisten die Gunst der Stunde, um für erneuerbare Energien zu demonstrieren. Das Misstrauen gegen Ölgiganten groß, das Vertrauen in die Aufsichtsbehörde gebrochen. Jahrelang hat es eine viel zu kuschelige Beziehung zwischen den Ölfirmen und den Aufsichtsbehörden gegeben. Darum trennen wir jetzt die Leute, die die Bohrverträge vergeben, die die Gebühren einsammeln und die für die Sicherheit sorgen. Amerikaner mögen keine hohen Benzinpreise. Das ist ein Fakt. Wenn bis 2012 die Preise über die 4, vielleicht sogar 5 Dollar-Marke klettern, wird sich das amerikanische Volk daran erinnern, wer damals das Moratorium beschlossen hat, aufgrund dessen die Benzinpreise gestiegen sind. Und zufällig ist das ein Wahljahr, in dem es um die Präsidentschaft geht. Der Öl- und Gasbranche wird die Bilanz dieser Regierung, was Energiefragen angeht, nicht gefallen, aufgrund der aktuellen Ereignisse. Es sei denn, es gibt einen Politikwandel. Und die politischen Gegner Obamas werden 2012 zeigen, wie tollkühn dieses Moratorium war, wie viele Arbeitsplätze es gekostet hat und wie viele Milliarden deswegen ins Ausland gegangen sind, an ölproduzierende Länder, von denen die USA importiert. Für was? Für nichts. Denn bis dahin wird der Golf wieder sauber sein. Die Gerichte werden die Überbleibsel des Deepwater Horizon-Desasters bearbeiten. Erinnerungen sind flüchtig. Und somit könnte der Präsident gut die nächste Wahl verlieren, wegen genau jener hohen Benzinpreise, die er selbst verursacht hat. Und ich glaube, die Bürger werden sich am Wahltag daran erinnern. Das Öl, der Schmierstoff der Gesellschaft, der auch die Politik am Laufen hält. 22% des weltweit geförderten Öls konsumieren energiehungrige Amerikaner. Ein riesiges Geschäft. Der Einfluss von Ölriesen, von jedem Großkonzern auf Politik und Politiker ist verachtenswert. Er spielt meiner Meinung nach eine wesentliche Rolle beim Niedergang der amerikanischen Gemeinschaft und Identität. Ich glaube fest daran, dass Kapitalismus die beste Gesellschaftsform ist. Aber Kapitalismus kann nur funktionieren, wenn eine Gesellschaft auch Moral hat. Zwischen richtig und falsch entscheiden zu können, das muss angeboren sein. Und ich weiß nicht, ob wir das noch können. Ich weiß nicht, ob nicht die Raffgier die Fähigkeit, Nein zu sagen, verdrängt hat. Und ich glaube, auf lange Sicht wird das unser Land in gewaltige Turbulenzen stürzen. Es ist wirklich anders, als viele denken. Oh, BP hat sich einfach verkrochen. Nein, im Gegenteil. Sie haben sich in Sachen Öffentlichkeitsarbeit mächtig ins Zeug gelegt, was die Bürger und auch was die Parlamentarier angeht, hier in Washington. Ihre Lobbyisten waren sehr aktiv. Während der Sommermonate hat BP ihn finanziell unterstützt. Jetzt muss er selbst sehen, wie er klarkommt. Allein mit seinen Fischen, die kaum einer haben will.
BP ist verschwunden. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele Arbeiter in einer so großen Gegend so schnell wieder weg sein können. Man könnte denken, ein Hurrikan sei im Anmarsch. Keiner mehr da. BP sitzt in einer geheimen Enklave in Mobile, hinter einem 3,50 Meter hohen Zaun, ohne eingehende Telefonleitungen. Kontakt hast du also nur, wenn sie dich anrufen.